So, jetzt haben sie gesagt, ihr seid zusammen Skifit machen. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was genau das ist, wie man das trainiert, der Toni hat es, glaube ich, auch nicht so ganz gewusst, wo er gegangen ist. Irgendetwas stimmt da, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, das ist mein Trainer dort. Du nickst schon, hä? Nein. So, lieber Toni. Ciao, Jona. Ciao, Jona. Du, eine Frage, die ich habe, ist, wo ist da der Schnee? Ja, da bist du ein bisschen falsch. Frag mich auch, was du da anhast. Ja, ganz ehrlich, das heisst Skifit, also Ski und Fit. Ich glaube, du bist ein bisschen falsch angelegt dafür. Okay. Aber keine Angst, hab da was für dich. Ich nehme dir das mal ab. Okay, danke vielmals. Weil so kannst du nicht mitmachen. Und jetzt noch so. Ein spezielles Training, das wir hier machen. Ich packe in meinem Koffer verschiedene Turnübungen. Und jetzt zeigen wir mal vor, was wir alles haben. Also, es ist 1. 3. Hüfte. Was? Das ist aber fies. Jetzt fängt es anstrengend werden. Das Bein vor auflupfen. Aber die wichtigste Frage ist eigentlich momentan, sitzt meine Frisur? Hä? Sitzt meine Frisur? Ich weiß nicht. Es ist noch nicht so intensiv, wie schon andere Trainings sind, aber man darf nie ein Training unterschätzen. Das ist das, was ich gelernt habe in den letzten 2 Monaten. Ich bin auch immer drunter gekommen am Schluss, aber jetzt geht's noch. Der eine von uns befindet sich immer in der Position. Hält schön die Spannung, atmet ruhig durch. Das ist sehr gut so, wie er es hier macht. Und der andere darf ein bisschen an ihm rütteln und versuchen, das ganze System hier bisschen außer Spannung zu bringen. Komm, Spannung. Da kann nichts an dir rütteln. Aber ist eine anstrengende Übung noch eigentlich, oder? Ja. Das ist zum was genau machen, zum einfach dann vor allem den ganzen Körper anspannen. Ja, also du bist zum einen im Vierfüßlerstand. Ja. Okay. Das heißt, du hast eine Rumpfspannung. Mhm. Und ich bringe außen noch ein bisschen Output. Okay. Und versuche dich da rauszubringen. Das heißt, auf der Skipiste kann das eigentlich passieren, indem man jemand in einen anderen reinfährt. Ist das richtig? Ja, so ähnlich. So. Weil es kann immer mal sein, dass eine Störung von außen kommt und dann kannst du auch nicht einfach hinfliegen. Ja. Dann brauchst du die Spannung. Das ist richtig, ja. Dann musst du dagegen halten können. Okay. Willst du auch noch? Ja, klar, ja. Komm. Bist du rot? Ja. Noch zweimal. Noch einmal. Und dann bedanke ich mich fürs Mitmachen. Vielen Dank auch an Anthony. Tolle Truppe. Ich gehe jetzt definitiv heim schlafen, weil ich bin hoch kaputt jetzt gerade. Und muss mich vorbereiten für den Basler Stadtlauf.